verdienenden jungen Arbeitnehmer erscheint die private Krankenversicherung als eine großartige Sache. Es gibt schon Angebote für 200 Euro und man genießt diese kleine Luxusbehandlung. Man ruft beim Arzt an, kriegt am gleichen Tag einen Termin. Man wird im Wartezimmer vor allen anderen drangenommen. Man fühlt sich als was Besseres als diese Kassenpatienten. Doch einige Jahre später, vielleicht ein Jahrzehnt später, vielleicht auch zwei Jahrzehnte später, kommt das böse Ende nach. Plötzlich sind die Tarife viel, viel teurer geworden. Man stellt fest, man zahlt vielleicht 5, 6, mancher später gar 700 Euro für etwas, was der Kollege nebenan, der gesetzlich versichert blieb, vielleicht fast umsonst kriegt. Da kommt schnell der Gedanke auf, man will aus der privaten hinauswechseln, zurück in die gesetzliche, und man weiß es natürlich vorher, man ist gefangen, es geht eigentlich nicht. Halt, es geht doch. Und zwar vollkommen legal. Es gibt den Teilzeittrick. Der Teilzeittrick bedeutet nichts anderes als Folgendes. Unterhalb eines bestimmten Einkommens, derzeit sind das so ungefähr 60.000 Euro im Jahr, muss man ja gesetzlich versichert sein. Man ist versicherungspflichtig. Und wenn man es schafft, sein Einkommen unter diese Grenze zu drücken, dann kommt man auch ohne Probleme aus der PKV raus. Wie macht man das nun ohne seinen gut bezahlten Job? Ich gehe mal davon aus, dass man weiterhin ein erfolgreiches Mitglied der Gesellschaft ist. Ohne seinen gut bezahlten Job aufzugeben, indem man auf Teilzeit geht. Es ist ja so, wenn man zum Beispiel auf 50% geht, kriegt man im Wesentlichen ja auch 50% Gehalt. Wenn man also vorher 120.000 Euro im Jahr verdient hat, oder sagen wir mal 110.000, dann werden daraus, 55.000. Man ist sofort versicherungspflichtig und kann ganz legal und ganz regulär von der privaten in die gesetzliche wechseln. Und rechtlich gesehen reicht sogar ein Tag Versicherungspflicht, um für immer aus der privaten herauszukommen. Diese Logik galt schon immer, aber vor Januar dieses Jahres war es relativ schwierig, das umzusetzen, aus einem simplen Grund heraus. Es gab kein Recht auf Rückkehr aus der Teilzeit in Vollzeit. Man wäre also auf seinem blöden 50% Job hängen geblieben, den man ja eigentlich nur beantragt hat, um die Versicherung zu wechseln. Inzwischen sieht das anders aus. Man kommt aus der Teilzeit leichter zurück, und zwar indem man von Anfang an eine befristete Teilzeit beantragt oder verlangt. Wer einen total netten Arbeitgeber hat, mit dem man sich gut versteht, oder Arbeitgeberin, wer sich mit der Chefin gut versteht, der kann natürlich auch generell ausmachen, dass man nur eine bestimmte Zeit auf Teilzeit geht und dann zurückwechseln kann. Ein Recht darauf besteht nicht. Und um dafür zu sorgen, dass man jetzt nicht in der Teilzeit hängen bleibt, empfiehlt es sich also, von Anfang an eine befristete Teilzeit auszumachen. Das muss dann in dem neuen Teilzeitarbeitsvertrag auch klar drinstehen. Das ist das moderne, zeitgemäße System von 2019, um von der privaten zurück in die gesetzliche zu wechseln.